Herzlich willkommen zum siebten Video aus der Reihe Best of Business. Mein Name ist Rudolf Bleicher. Heute sind wir beim Punkt 7, dem ersten Punkt aus dem Bereich Führung, wertebasiertes Leadership. Und das Thema für heute ist, fokussieren Sie sich auf ein werteorientiertes Leadership und vervielfachen Sie so Ihren Unternehmenswert. Den Erfolg von Führung bestimmen die Werte, auf deren die Beziehungen beruhen. Das ist so das erste Schlagwort für den heutigen Workshop. Soll heißen, die Qualität Ihrer Werte bestimmt die Qualität Ihrer Ergebnisse. Und hierzu habe ich Ihnen hier mal so eine ganz kleine Grafik aufgezeigt. Schauen Sie, das Ergebnis, das wir im Leben erzielen, geschäftlich und privat, ist immer abhängig vom Verhalten. Das heißt, wenn wir mit einem Ergebnis nicht zufrieden sind, brauchen wir in der Theorie nur unser Verhalten entsprechend ändern und somit ändert sich auch das Ergebnis. Die spannende Frage ist jetzt aber, was beeinflusst denn unser Verhalten? Und unser Verhalten wird beeinflusst von unseren Werten. Das heißt, wir verhalten uns nach unseren Werten. In dieser Grafik gibt es dann darüber hinaus noch ein paar Betrachtungsweisen, was die Werte beeinflusst, was dann die Glaubenssätze beeinflusst und was den Sinn beeinflusst. Darauf wollen wir jetzt im Moment näher nicht eingehen, vielleicht zu einem späteren Videotraining. Aber wenn Sie sich allein diese drei Stufen jetzt mal anschauen, dann können Sie zu dem Schluss kommen, Ihr Unternehmensergebnis ist das Ergebnis, nach welchen Werten sich Ihre Mitarbeiter richten. Und das ist der Grund, warum Sie unbedingt Bescheid wissen sollten, welche Werte in Ihrem Unternehmen denn überhaupt vorrangig gelebt werden. Sie können noch so viele Verhaltensrichtlinien ausgeben, noch so viele Checklisten im Unternehmen verbreiten, noch so viele Ermahnungen oder irgendwelche Sanktionen verhängen oder auch Belohnungssysteme ausgeben, was für gutes Verhalten, wie gutes Verhalten belohnt wird und wie schlechtes Verhalten bestraft wird. Schlussendlich wird das Verhalten der Menschen gesteuert von den Werten. Und als erfahrener Unternehmer wissen Sie sehr genau, dass zwischen einem korrekten Verhalten und einem sensationell guten Verhalten unglaublich viel Gewinn liegen kann. Jedes Unternehmen besteht aus einem Mix an Wertestrukturen. Grundsätzlich kann man sagen, je größer Ihr Unternehmen ist, desto größer ist vermutlich die Bandbreite an Wertestrukturen. Was Sie hier abgebildet sehen, ist eine Werteebene nach Graves, ein Modell, mit dem wir sehr viel arbeiten, vor allem in der Verbindung mit anderen Modellen. Ein Modell, mit dem Sie sehr schnell erkennen können, auf welcher Ebene Ihre Mitarbeiter sich befinden und auf welcher Ebene, auf welcher Werteebene sich Ihr ganzes Unternehmen im Schwerpunkt befindet. Nur wenn ich diese Strukturen kenne, kann ich sie positiv beeinflussen. Das heißt, die Werte, die Sie gern gelebt haben wollen, können Sie natürlich nur verändern, unterstützen, wenn Sie genau wissen, wo sich die Werte im Unternehmen befinden und wer nach welchen Werten reagiert. Je einheitlicher die Wertestruktur in Ihrem Unternehmen ist, unabhängig auf welcher Struktur Sie sich befinden, je mehr ist Ihr Unternehmen positioniert und je mehr findet Ihr Unternehmen auch die idealen Kunden, die idealen Mitarbeiter und findet auch den idealen Marktwert. Was Werte mit Ihrem Unternehmenswert zu tun haben, je homogener Ihre Werte im Unternehmen gelebt werden auf der positiven Seite, desto attraktiver ist Ihr Unternehmen auch im Verkaufsfall. Gebündelte Unternehmenswerte sind im Prinzip eine der wichtigsten Säulen für den Bereich Marke. Wenn Sie Ihr Unternehmen zu einer Marke entwickeln wollen, ist es wichtig, dass Sie wissen, welche Werte in Ihrem Unternehmen nach außen getragen werden, welche Werte gelebt werden, welche Werte
mit Ihrem Unternehmen in Verbindung gebracht werden. Führung beginnt damit, dass einem sehr genau bewusst ist, nach welchen Werten das Verhalten der Menschen gesteuert wird und welches Verhalten zu welchen Ergebnissen führt. Und hier sind die Tipps für dieses Modul: Gelebte Werte erschaffen nachhaltige Beziehungen. Und nachhaltige Beziehungen erschaffen den Unternehmenswert. Also werden Sie sich Ihrer persönlichen Wertestruktur klar. Das wäre der erste Schritt. Schauen Sie, nach welchen Werten Sie sich ausrichten. Integrieren Sie diese Struktur in Ihre Vision oder verändern Sie Ihre Wertestruktur, falls diese inzwischen für Sie nicht mehr stimmig ist. Auch das ist möglich. Oftmals erkennen wir, wenn wir uns mit unseren Werten näher beschäftigen, dass wir manchmal noch mit Werten unterwegs sind, unbewusst, die wir so gar nicht mehr in unserem Leben haben wollen. Wenn Sie das bei sich feststellen, dann gibt es Möglichkeiten, diese Wertestruktur bei sich selbst zu verändern. Und in dem Moment, wo Sie Ihre Wertestruktur verändern, werden Sie Ihr Verhalten ändern. Und wenn Sie Ihr Verhalten verändern, werden Sie die Ergebnisse, die Sie bewirken, verändern. Erstellen Sie auf dieser Basis ein kraftvolles Unternehmensleitbild gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern. Und viertens, befassen Sie sich weiter mit werteorientierter Führung. Lernen Sie Menschen in ihren Strukturen besser zu erkennen, um sie von dieser Ebene aus zu unterstützen, sich selbst zu entwickeln. Und auch hier die weiterführenden Methoden, wenn Sie in diesem Bereich mehr machen wollen. 5 Tipps für Sie: Erstellen Sie als erstes eine Unternehmenswertematrix und arbeiten Sie ein authentisches Leitbild für Ihr Unternehmen. Zweite Möglichkeit: Arbeiten Sie mit Blue Ocean Leadership, auch einem Format, einem Werteworkshop, der sehr gute Ergebnisse erzielt. Nummer 3: Beschäftigen Sie sich mit den Werteebenen nach Graves. Hier erlangen Sie sehr schnell ein tiefes Verständnis, ein sehr schnelles Verständnis dafür, auf welchen Ebenen Menschen funktionieren. Ein wunderbarer Leitbildprozess ist das Format Dragon Dreaming. Hier können Sie Ihre Mannschaft direkt mit einbeziehen und hier nehmen Sie eine sehr kraftvolle Umsetzungsenergie mit, wenn Sie so etwas machen, was auch für den 5. Punkt zutrifft, für den Prozess von Big Mind. Wie gesagt, können Sie die ganzen Tipps und die ganzen Inhalte in der PDF unterhalb von diesem Video nachlesen und am Schluss wieder die Bitte: Beurteilen Sie sich in diesem 7. Bereich Werte selbst von 1 bis 10, indem Sie sich diese Frage stellen, respektive mit dieser Aussage, diese Aussage bewerten, und machen Sie sich in Ruhe bei einer Tasse Kaffee noch ein paar Notizen zu diesem 7. Modul aus dem Video. Das war's für heute. Beim nächsten Video, und das ist schon das zweitletzte Video, beschäftigen wir uns dann mit dem 8. Punkt, und zwar richtig delegieren heißt multiplizieren. Steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens sofort um mindestens 20%. Das wird so der Schwerpunkt sein des Themas für den nächsten Video-Workshop. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, alles Liebe, Ihr Rudolf Bleicher.